Hey, hallo und willkommen zurück bei Into the Stars. Wir sind im Weltraum und wir haben noch genug Food und sonstiges für 38 Tage. Ich habe Pause gedrückt, ne, damit ich eine kurze Zusammenfassung machen kann. Erstmal ganz kurz allgemein hier zu Into the Stars. Ich habe das jetzt 2 Folgen aufgenommen, ich habe 2 Folgen gesehen und es ist gut angekommen. Ich hatte das nicht so erwartet. Gut, es war jetzt keine Kommentarflut, aber die Klickzahlen sind in Ordnung. Also besser als andere Dinge, die ich mal probiert habe. Und da es eigentlich ganz cool ist, das Spiel, bleibt es jetzt auch mal da. Also, solange bis ich endlich Zugang zu Overwatch später bekomme. Das ist ein anderes Thema. Aber für den Anfang werden wir hier ganz klar weiterspielen. Und ich werde mich noch die Tage irgendwann mit dem Civilian City Management beschäftigen. Enemy ship detected. Message coming through. Das ist jetzt. Ich glaube, es ist noch Pause, deswegen können wir da kurz drüber reden. Ich wollte noch sagen, dass ich mich mit dem City Management noch beschäftigen werde. Ich mache jetzt heute nur eine Aufnahme und dann auf der nächsten Woche die nächste. Also, ich nehme normalerweise mehrere Folgen am Stück auf. Das merkt man vielleicht bei RimWorld, dass das sehr aneinander gekettet ist. Dass aber auch diesen Sonntag die letzte Folge vom letzten Session auf dran und dann bin ich noch am Überlegen, ob ich resette oder nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Bleiben wir bei Into the Stars. City Management gucke ich mir noch an. Dann kann ich da vielleicht auch was zu sagen. Jetzt sollte es in dieser Folge darum gehen, dass wir auch vielleicht mal kämpfen. Ging schneller als erwartet. Das hier sind die Scorn. Das sind diese wunderschönen, hübschen, kleinen. Sie erinnern mich ein bisschen an District 9. Diese Käfer-Alien-Dinger. Hive Mind, keiner weiß, woher herkommen, bla bla bla. Fight. Jetzt muss ich ein paar Leute. Ach, der ist noch im Einsatz. Ein paar Leute zuweisen, die hier ihren Job machen sollen. Und da fangen wir am besten damit an. Die Reflector Shields finde ich mit am wichtigsten. Hier müssen wir einen hohen Commander hinpacken. Und der höchste Commander ist, glaube ich, immer noch der Reggie. Der Reggie macht die Schilde. Dann Torpedotechnik. Da brauchen wir einen Engineer. Wir brauchen aber für Torpedo und Laser einen Engineer. Hey Reggie, bleib auf deinem Posten. So, der Emma. Wäre eine Überlegung. Die Helen ist eigentlich besser. Die Helen ist besser und ich finde die Torpedos besser als die Laser. Und dann braucht man natürlich noch jemanden, der sich um die Verletzten kümmert. Einen Medical. Und mein bester Medical ist woanders. So, sie kann noch ganz gut Commander. Sie ist ein Allrounder, ist aber glaube ich mein Mining-Typ. Oder nehme ich ihn hier mit? Du bist mein Pilot. Der Pilot vielleicht eher nicht. Ah, nein. Du bleibst, wo du bist und Jennifer. Ist jetzt sehr frauenlastig, der Fight. Aber gut, das kann man. Da darf man ja jetzt nichts sagen. Pause. So. Das können wir kurz ausschalten. Danke. Ich erkläre das, nicht du. Wir sehen jetzt hier 2 Gegner. Das ist schon mal für den Anfang ordentlich. Der eine hat einen blauen Bubble. Der andere hat einen roten Bubble hier in der Mitte. Das sind deren Laser. Die Farbe. Kommen wir gleich zu. Und dann sieht man hier noch deren Schild. Das ist diese Krings. Habe ich die Maus an? Ich habe die Maus immer an. Sehr gut. Und dann haben wir hier noch Hülle, Weapons und Shields, auf die man zielen kann. Ich werde jetzt erstmal einen Gegner fokussen. Und jetzt kommen wir zu den Farben. Das ist nämlich das Wichtige dabei. Ich schieße erstmal auf die Schilde. Nein, auf die Waffen. Die Waffen geben mir nämlich mehr auf den Sack. Und der hat ein rotes Schild. Da will ich durch. Das heißt, ich stelle meine Waffenphasen auf andere Farben als rot. Gleichzeitig schießt er mit rot und er schießt mit blau. Ich werde mein Deflektor-Schild auf blau stellen. Ich kann nicht beide deflekten, weil es nur eine Farbe geht. Und außerdem kommt sowieso, glaube ich, immer was durch. Das heißt, ich kriege auf jeden Fall Schaden. Das ist super kacke. Aber gegen einen kämpfen ist einfacher. Wir sehen ja schon, der Sektor ist orange, deswegen tauchen die auch auf. Also man hätte damit rechnen können. Ich hätte vielleicht am Ende der Folge aus dem Sektor raus navigieren wollen. Aber ich glaube, ich wollte Combat zeigen und deswegen, naja.
So, jetzt drücken wir mal kurz Leertaste und gucken, wie was passiert. Wir sehen, unsere Waffen laden sich auf. Deren Waffen laden sich übrigens auch auf. Das sieht man noch nicht. So, ich drücke schon wieder Pause. Denn ich möchte feuern. Das kann man per Klick machen. Das mache ich jetzt auch per Klick. Der Rote schießt zuerst. Das ist super. So, jetzt schießt nämlich gleich der Blaue. Ich hätte auch meine Waffen schon längst wieder abfeuern können. Das ist ein bisschen hektisch im Kampf. Da muss ich noch dran arbeiten. Er schießt jetzt. Das heißt, ich werde gleich mein Defektorschild hochfahren. Bam. Der schießt jetzt wieder. Ich habe aber noch keinerlei Chance, zeitlich so weit zu sein. Ich kann nur hoffen, dass ich schnell genug seine Waffen zerstört kriege. Oh. Wie wir sehen, haben die auf gelb gewechselt. Das heißt, ich muss meine Waffen umkalibrieren. Muss deflekten und feuern. So, jetzt hat der keine Waffe mehr. Das heißt, ich konzentriere mich nur noch auf das Blaue zu deflekten und zerlege den jetzt aber erstmal. Das ging voll daneben. Bad shot. Ja, ja, beides Bad Shots. Ich sehe es. Deflect. Enemy shot deflected. Der repariert sich leider auch. They blocked our shot. Ach, die haben auf Blau umgestellt und ich habe es nicht gesehen. Das ist das, wo man drauf. Da muss man achten drauf. Drauf achten. Warum die Fleck schnell hochfahren? Sehr gut. Feuer. Und noch ein. Oh verdammt, die Weapons sind wieder aktiv. Da hat er ganz schnell umgeschaltet. Deflecten. Enemy shot deflected. Komm, komm. Ah, verdammt. Jetzt haben wir wieder Schaden gemacht. Jetzt muss ich deflecten. Deflect. Feuer. Ah, die haben auf gelb umgestellt. Stellen wir schon mal auf rot um. Deflect. Komm, 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 komm. Der Firelaser ist. Guter Schuss. Fire. Jetzt hat er kein Schild mehr, es ist eh egal, wo ich schieße. Welcher Farbe. Scheiße. Das hätte ich abwarten sollen. Oh nein, ich bin doch wieder aktiv. Ah, weg. Der geht auch durch. Ich habe jetzt eben einmal nicht aufgepasst. Und das hat natürlich direkt zur Folge, dass man auf die Fresse kriegt. Reflect. Feuer. Das dürfte seine Waffe gewesen sein. Perfekt. Fire. Jetzt sieht es sehr gut aus. Ich muss nur darauf achten, dass ich sein Schild noch wegkriege. Er stellt auf gelb um. Da kann man auf blau bleiben. Ja, ich schieße scheiße. Ich hab's mitbekommen. Na, schau. Ich stelle mal rot schon mal um. Er wird auch gleich wieder seine Waffe reparieren. Enemy module offline. Enemy module repaired. Da ist es wieder. Die Waffe ist wieder aktiv, aber er hat keine Schilde mehr. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ich krieg die Waffe wahrscheinlich nicht schnell genug kaputt. Oh, Leute. Bisschen besser zielen. Schild ist oben. Da kommen sie nicht durch. Ich muss mein Schild früh genug hochschieben. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt haben sie auch das Schild wieder. Na, wir sind die Waffen wieder weg. Guter Schuss. Schön gemacht, schön gemacht. Komm. Aus Schild weg. Treffer. So, und jetzt einfach raushauen. Durch die Hülle. Gab's da auch einen Hotkey für? Auf 1 oder 2? Oh, ihr könnt doch nicht einfach so in die Luft schießen. Jetzt habe ich gesehen, dass wir ihn nicht getroffen haben. Jetzt hat die Waffe wieder repariert. Aber jetzt zerstören wir ihn vorher. Nein! Ach, du kannst mich mal. Stirb.
located. Bam. Sorry. Resources found in wreckage. Ach so, das macht nicht so viel Sinn, aber das, das und das nehmen wir mal mit. Und ach, wenn wir schon dabei sind, nehmen wir alles mit. Komm. Confirm. So. Pause. Das. Ah, das Thread ist komplett cleared. Ach so, das kannte ich noch nicht. Das ist mir tatsächlich neu. Kurzer Blick auf die Crew. Wie geht's den Leuten? Wir haben Verletzte. Sehe ich das richtig? Ihr seid verletzt, oder? Ja, ihr seid nicht ganz voll. Da fehlt ein Stück vom Balken. Das sieht man sehr schlecht, finde ich. Die werden jetzt geheilt. Dann die Civilian City. Da haben wir Leute verloren. Ich habe aber noch immer keine Ahnung, wie das funktioniert. Nö, haben wir nicht. So, Resourcing. Ja, das ist eigentlich ganz in Ordnung. Da brauche ich nicht zu meckern. Das Haar können wir eigentlich mal loswerden irgendwann. So, der Sektor sehe ich auch nicht. Ich wollte das Schiff reparieren. Entschuldigung, Engineering. Da müsste doch eigentlich... Genau, das Schiff hat nämlich ordentlich was verloren an Hülle und meine Module sind auch kaputt. So, 25 reicht, damit das Ganze wieder auf 75 geht. Yes, please. 95. Sehr schön. Leider hat der Rest auch ein bisschen Schaden bekommen, aber okay. Schon mal ganz okay. Captain Squatter. Gib ihm. Wir waren auf dem Weg zu irgendeinem bestimmten Planeten. Dieser rote. Ich müsste mal kurz, nein. Approaching planet. Ach, der hier ist noch da. Captain, what are your orders? Ach komm, einmal Mining machen wir noch. Assign the rig crew. Jetzt wird's wieder laut. Ach. Der Pilot. Und der Miner. Und jetzt habe ich meinen Miner, glaube ich, gerade in die Sickbay geschickt. Naja. Ja, ja. Ja, Miner hat noch eben jetzt das System ja sicher. Jetzt können wir uns auch komplett versorgen. War es WASD die Steuerung oder waren es die Pfeile? Ja, weg mit der Maus. Continue. Perfekt. Ah, es war WASD. Ach, das war der Planet, der ein Material gar nicht hatte, nämlich CO2. Ich entsinne mich. Das war ja nicht so cool. Der Mangel an CO2 nervte mich ein bisschen. Aber hey. Dann holen wir uns noch das fehlende Magnesium. Und noch ein bisschen WM. Sehr schön. Ja, ja, ich weiß. Das ist aber eine gute Ausbeute. So, wir nehmen mit komplett das hier. Davon auch einiges. Aber nicht komplett, bitte. Guck mal. So gefällt mir das. Confirm. Ich danke euch. Your orders, Captain. Na, jetzt ist okay. Jetzt können wir wieder zurück und tatsächlich mal... Engineering Alert. Oh. Gib mal Speed. Ich will Richtung... warte mal. Nein, da lang will ich gar nicht. Wow. Jennifer fully healed. Okay, kümmern wir uns erstmal darum. Und dann... Ja, machen wir erstmal Schluss. So, was brauchen wir hier? Wir brauchen hier einen Engineer. Was bei einem Engineering Alert ziemlich Sinn macht. Hier geht euch heilen. Ich habe gesagt, ihr sollt heilen. Ich danke euch. Und der Captain dreht jetzt erstmal bei. So, unser Ziel ist immer noch weiterzukommen, sektortechnisch, und nicht hier festzuhängen. Das heißt, wir drehen noch ein bisschen auf. Haben ordentlich Speed. 39 Tage halten wir noch durch. So gefällt mir das. Das da unten, dieses rote Ding da. Ah, fully healed. Perfekt. Das ist unser Ziel. Koordinaten. Sehr gut. Ah, wunderbar. Fuel Leak. Dir geht's noch nicht so gut und dem Bob müssen wir noch vor. Ach, schon wieder Yellow Alert. Ich habe doch gerade das System verlassen. Medical Training available. Oh, und das nutzen wir auch noch eben.
Und dann drücken wir auch schon mal Pause. Und hier hören wir auch direkt auf. Mein Medic bist du. Ah, ist ja beide leicht gut. Aber du bist der Miner. Dann bist du mehr Medic als der Nahe. So. Und ja, hier beenden wir das Ganze für diese Woche. Nächste Woche mal weiter. Gucken wir mal, ob wir zum nächsten Planeten kommen. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.